Radio Renato Götti. Zum Vorfall mit einem ausländischen Reisegar auf der Brünigstraße gibt es neue Erkenntnisse. Gegen den Gar sei eine Bombendrohung eingegangen, bestätigt Florian Ulrich vom Oberpartner Sicherheits- und Justizdepartement. Die Bombendrohung war gegen einen ausländischen Reisegar, der das Gebiet durchfahren hat. Wir können nicht sagen, wie die eingegangen ist. Wir haben einfach von der Seite von der Polizei her haben wir die Meldung erhalten, dass die Bombendrohung besteht. Und haben nachher Ruhe gehabt, wie wir jetzt mit dem umgehen. Wir haben den Reisegar sofort auf einen Parkplatz evakuiert, haben die Personen dort aus dem Gefahrgebiet weggenommen und sind jetzt dran, mit Fachspezialisten zu prüfen, ob das nur eine Drohung war oder ob eine Gefahr von dem Reisegar ausgeht. Das war eine live aufgenommene Radiomeldung vom Sunshine Radio. Looking for a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. Jetzt geht's nach einer Bombentour wieder weiter. Ja, wir sind jetzt am Zeltplatz, wurden heute Mittag durch eine Bombendrohung an einem Reisebus, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Nachrichten längere Zeit aufgehalten. Die haben den Reisebus angehalten, den Parkplatz auf einer Passstraße zur Sicherheit dann die ganze Passstraße irgendwie gesperrt. Sie ist hier schon Ewigkeiten im Stau. Irgendwann kamen wir dann zu einer Feuerwehr, zum Feuerwehrauto, wo halt ein Feuerwehrmann eben dran stand, der dann halt alle angewiesen hat, der Tipps gegeben hat, wo sie jetzt am besten hinfahren. Sind ein bisschen rumgekurvt. Irgendwann haben wir dann eine Person, eine Feuerwehrmann-Frau gefunden. Die meinte, wir sollen einfach ein bisschen, oder können einfach ein bisschen vorfahren, wenn wir wollen. Und dann halt an der Sperre wirklich warten, bis wir dann halt weiter können. Da war ein Auto vor uns und, weiß nicht, 4 Minuten, bis auch die mit ankamen,
als wir ankamen, haben sie gerade angefangen aufzuräumen, die Absperrung an der Stelle. Wir durften auch 4 Minuten später oder so durchfahren. Und als wir dann auf dem Weg auf der Passstraße waren, kam die Nachricht dann nochmal, dass halt das alles noch gesperrt sei, wegen einer Bombendrohung. Waren halt bis lustig. Und ja, die Bombendrohung an sich nicht so. Wir sind jetzt hier in Grindelwald angekommen. Ich schaue gerade auf eure, wo man, weiß nicht, ob ihr das jetzt schon auf einer Kamera seht, allerdings da oben eine Hütte, wo Licht schon an ist, und in der Wand soll nachher auch noch ein Licht angehen, wo man dann sieht, wo die Aussichtsstelle sozusagen ist, wo die Jungfraujochbahn heißt die, glaube ich, die fährt nämlich durch den Allgäu eine Schleife, wenn man so will. Da ist wirklich ein Tunnel durch den Berg durchgebaut, komplett, wo an einer Stelle halt so eine Art Aussichtsplattform ist, die halt, wo man halt nachts ein Licht sieht. Da werde ich jetzt noch ein paar Aufnahmen für euch machen. Wir wissen zwar noch immer nicht, wo es hingeht. Ich würde sagen, da sehen wir uns dann morgen irgendwann wieder. Und dann viel Spaß bei den Aufnahmen. Ciao, bis zum nächsten Mal. That my love is true. Let's make things right. I understand what you're going through.